Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Anno 1800. Und wie ihr seht, wir haben jetzt hier unsere erste Schweinezucht und Metzgereien auf den Weg gebracht. Wir schauen einfach mal, wo das Ganze hinführt. Wir wollen jetzt da kein Industrial Layout oder dergleichen haben. Es soll einfach nur erstmal rudimentär da sein, damit ein bisschen was an Ware auch reinkommt. Ob es reicht, weiß ich noch nicht. Das wäre jetzt gleich mal interessant festzustellen. Ja, passt tatsächlich erstmal durch das, dass die Kollegen hier natürlich mit 200% jetzt dann arbeiten wegen dem Getreide. Das hilft auf jeden Fall schon mal weiter. Dementsprechend kümmern wir uns gleich um die nächsten Angelegenheiten. Nämlich, wahrscheinlich brauchen sie wieder ein bisschen mehr Fisch. Wir planen das schon mal ein bisschen voraus, dass da ja auch nichts schief geht. Hier, unsere Arbeiter, sollten wir möglichst schnell, brauchen wir nur noch Seife und die Schule, möglichst schnell zu den Handwerkern hochpushen, um dann mit dem Bier zu arbeiten. Ihr seht, unsere Bilanz hat es wieder ein wenig dahin gerafft. Deswegen nehmen wir auf jeden Fall nochmal dieses Layout hier. Das ist eigentlich gar nicht so grundverkehrt. Pushen das nochmal hier rein. Bauen das Ganze auch aus. Hallo? Okay. Dann nicht. Dann nehmen wir das Ganze eben so, dass es wieder schön passt. Wunderbar. Und für die Seifenproduktion benötigen wir dementsprechend viermal. Ja. Beziehungsweise arbeiten die auch zu 200%. Wir müssen dann wieder mehr auf Getreide gehen. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Probieren wir es mal so. Beziehungsweise fehlen mir hier in der Mitte nochmal Lagerhäuser, muss ich sagen. Ich glaube, dass das sonst ein bisschen schwach auf der Brust ist. Können wir hier eine Zwischenstraße einbauen? Gönnen uns dann unsere vier Vasenmeistereien. Nämlich genau so. Und da kommt das hier. Und dann gibt es noch genau zwei Siedereien erstmal. Auch so. So, Zwischenstraße rein. Dann passt das erstmal. Ich befürchte, hier oben benötigen wir dann doch nochmal eine Feuerwehr. Klatschen wir einfach mal dahin, wo es irgendwie platztechnisch Sinn macht. So. Hier zwei Meister noch. Ja. Und dann ist es doch nur noch eine Frage der Zeit, bis wir hier unsere ersten Handwerker reinbekommen. Das heißt, wir müssen jetzt uns vorbereiten. Ah, hier wäre das Bier schon. Komm, wir hauen das Bier gleich mit rein. Da gibt es einen schönen Push in der Bilanz. So zumindest die Idee. Da das Brot. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was für die Meister. Vielleicht schaffen wir da schon die ersten Aufstiege. Und Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hier geht mir dann bitte wieder gleich nach Starnberg. Ansonsten, naja, du bist hier unten angekommen. Jetzt ist die Frage. Ja, pack's mal aus, dein Zeug. Ist okay. Und dann schauen wir mal, was wir da unten anfangen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir ratzifatzi da die Handwerker bekommen. Da fehlt noch eine Schule. Eine Schule fehlt ihnen noch. Tja, jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zaubern, wo die hin soll, dass sie möglichst alles und jeden erwischt. Wenn man nicht drum herum kommt, zwei zu bauen, bauen wir sie erstmal dahin. Das klingt irgendwie vernünftig. Und dann graden wir einfach alles ab, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Unsere Bilanz schon wieder im Plus durch Bier und Schnaps und hast du nicht gesehen. Schon mal schön. Und hier hat sich noch ein Bauernhaus versteckt, so wie es aussieht. Seife. Ah ja. Bring it on, baby.
Von der Produktion her, schauen wir mal ganz kurz, wo es irgendwie ganz schlecht aussehen würde. Produzieren wir nicht. Seife würden wir dann tatsächlich überproduzieren. Das ist schon mal schön. Und Getreide, es fehlt ja de facto an Getreide. Was natürlich eine gewissermaßen eine Momentaufnahme darstellt. Denn die arbeiten natürlich noch mit 100%. Da kommen irgendwann die Traktorhöfe dazu. Bis dahin müssen wir allerdings noch handeln und ein bisschen was dazu nehmen, so wie es aussieht. Hilft nichts. Dann machen wir das doch auch. Why not? Wir sind ja nicht irgendwie doof oder so. Und ja, manchmal doch. Aber egal. So, schauen wir, ob die eine reicht. Tendenziell, ja, da würde es dann genau ausgehen gerade. Lassen wir es auch erstmal so. Die Frage ist jetzt dann noch, da wäre eine Polizei dann. Dass wir schon mal unser Hopfen auch so ein bisschen an den Start bekommen. Dass wir uns schon mal unser Lager damit aufbauen. So, Polizei können wir erst noch Polizei sein lassen. Wir gehen auf die Hopfenfarmen. Oh, das war nicht so clever. Jetzt haben wir hier schon die Handelskammer ausgebaut. Missklickt natürlich. By me, wie ich es gerne mache. Ja, okay. Daran soll es nicht scheitern. Dann bauen wir uns hier schon mal unsere ersten Sachen auf. Und schauen mal ganz, ganz vorsichtig. Ja, so ist es. Wir können die ersten Handwerker hierher nach Cape Trelawney bringen. Sehr, sehr schön. Das machen wir natürlich auch. Das tut der Bilanz nämlich sehr gut. Vor allen Dingen, ja, wenn das Bier am Start ist. Das wird natürlich unsere nächste schöne Aufgabe, dass wir hier genügend Bier an den Mann bringen. Denn ich habe es ja schon mal gesagt, was ist ein guter Handwerker ohne jede Menge Bier in seinem Gesicht? Naja, natürlich auch nicht für alle gesprochen, ist ja klar. Aber guckt euch mal unsere Bilanz an. Holy moly. Ich glaube, es liegt daran, dass wir eben noch ein bisschen Bier im Tank haben. Ja, genau, daran liegt es nämlich. Deswegen würde ich sogar vorschlagen, wir verlieren wenig Zeit und schauen. Ist schon jemand angekommen? Noch nicht. Wie schaut es hier mit Bier aus? Bier ist gar nicht mal so voll, aber okay, es reicht erstmal, um das Ganze zu pushen, was uns natürlich auch in gewisser Weise die Zeit verschafft, hier eine eigene Bierproduktion anzukurbeln. Ich befürchte allerdings, dass wir dafür noch mehr Getreide brauchen. Da werden wir nicht so ganz drum rumkommen. Machen wir es mal so. Ähnliches Spiel. Auch hier oben so weitergebaut. Na, wir fehlen hier noch. Ja, wobei, da oben mit der Mine wisst ihr euch besser auch schon, wenn wir mal hier so einen Cut machen. Darunter und darunter. Rudimentär mal noch ein Lager hingestellt. Die Doppelstraße, falls ihr euch wundert, die habe ich jetzt hier erstmal so installiert, weil theoretisch ein Schienensystem ja auch noch Platz haben muss. Aber auch hier, muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir erst einfach mal schauen, wie das Ganze so sich gestaltet. Hier fehlt eine Straße. So. Beziehungsweise machen wir gleich sowas drumherum. Einfach weil ich kann und der dann schneller dorthin kommt, wenn es wäre. Und dann werden wir unsere Bierproduktion doch glatt mal anschmeißen. Wir haben hier die Melzerei mit 30 Sekunden und die Brauerei mit einer Minute. Bier braucht man ähnlich wie Brot. Theoretisch wäre das eigentlich mehr oder weniger eine Spiegelung, oder? Wir brauchen eine Minute, 30 Sekunden. Eine Minute. Krass, Alter.
30 Sekunden für das Malz. Ja. Ja. Wenn wir das so ein bisschen zweigeteilt sehen wollen würden, könnte man ja sowas hier anstellen. Na? Würde ja keinem direkt wehtun. Ja, passt dann eine so rein. Hätte man schon mal 5. Ne? Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und 10. Beziehungsweise, stopp. Würde man ja so gestalten. Da sind welche außerhalb der Reihe. Moment mal. Einfach einmal drehen. Hierum und darum, dass alle schön in dieselbe Richtung schauen. Hinsträßelchen. Einmal runter. Einmal rüber. Gut. Dann dürfen auch hier wieder ein paar Lagerhäuser langsam nicht fehlen. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Hier und hier dann. Wobei, das schaut auch doof aus. Nehmen wir es vielleicht hier mit rein. Und dann können wir hier noch eine Zwischenstraße mit reinziehen. Und dann bedürftige es wahrscheinlich wieder einer Feuerwehr. Beziehungsweise wir nehmen dann gleich mal 2 mit dazu, aus prophylaktischen Gründen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Okay, ist wahrscheinlich brutale Übereskalation der Situation, die ich hier betreibe. Aber egal. Egal. Dann machen wir das erstmal so. Wir brauchen wahrscheinlich so viel mehr Getreide. Ein Schiff kam an. Zum Holz. Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ist in der alten Welt, wie ist denn da die Getreidesituation? Überproduzieren wir da zufällig? Lager. Lagerbestand. Also auf alle Fälle haben wir genug von dem Malz und auch vom Getreide. Okay. Okay. Bedeutet. Halt, stopp. Vergiss es. Du musst erst was einsammeln, bevor du rübergehst. Alles hiervon bitte. Und der andere nimmt das Malz mit. Ähnliche Route, wenn nicht zu sagen genau die gleiche. Wenn man ihn lässt zumindest. Machen wir mal Platz hier. Und der Rest wird einfach so mitgenommen wieder. Alles, was hilft, kommt mit, würde ich sagen. Alles bereit. Hier unten auch, beziehungsweise du bist auch noch nicht gefüllt. Was hilft denn noch? Fenster helfen auf jeden Fall. Definitiv eine gute Angelegenheit. Definitiv. Ihr zwei fehlt noch. Ein bisschen Stahl. Gebaut wird schon noch genug. Daran soll es nicht scheitern. Der Kollege Meister hier hoch. Ja, dann hat sich's, glaube ich, langsam erschöpft. Wir können ja nochmal so ein Grundkontingent an Wurst mitnehmen. Und auch noch Milch. Alles klar, das sollte schon mal helfen. Weiterhin hier planen wir unsere Brauereien, würde ich sagen. Die von der Größe sind die anders als die Kollegen, ne? Von der Idee her dürfte es natürlich gleich bleiben. Das dürfte eigentlich hier oben Platz haben, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn wir da nochmal so ein Lagerhaus reinziehen, dann passt es sogar genau.
Einmal gedreht. Dann schauen wir mal unsere Brauereien an. Beziehungsweise wäre es wahrscheinlich clever, hier gleich wieder eine Handelskammer zu installieren, so vorab. Die Frage, ob die da mit drin sind, das ist ein bisschen schwierig. Sagen wir einfach mal ja. Sind wir doch so confident und tun so, als wären die safe mit drinnen. So. Nehmen das hier so nach oben. Und das hier so. Was haben wir jetzt hier? 5, 10. Gut. Wir wollten aber, glaube ich, wow. Das ist schon echt ein Overkill hier an Bäckereien. Wow, ob wir das jemals brauchen, ich bin selber gespannt. Hier oben, ja, ich sag mal, schadet nicht, noch ein bisschen voraus zu planen. An und für sich tut es ja auch niemandem weh, ne? Nichtsdestotrotz könnte man jetzt hier die Straße mal so planen. Hier ein Dings machen. Oh, hier natürlich. Und dann können wir ja immer noch gucken, wie es mit dem Platz ausschauen würde. Da noch welche rein. In die Ecken. Und das schön hoch. Das auch hoch. Ja, und dann weitere Gönnungen. Dann könnte man da oben nochmal die Feuerwehr planen, wo doch schon so schön Platz ist. So. Und den Rest können wir confidently mit diesem Zeugs hier aufrüsten. Da passt jetzt nicht ganz von der Symmetrie. Dann machen wir es mal einfach so und so. Leichen den Weg oben noch an. So. Ja. Und beim Rest könnte man sich auch überlegen, hier nochmal schön was rein in die Masse. Aber richtig rum bitte. Und dass man dann da auch noch so ein Wegchen runternimmt. Sieht dann eigentlich ganz vernünftig aus. Muss ich sagen, da hätte man hier noch die Möglichkeit, eine, nee, ob das dann noch mit drin ist, also eine bestimmt, wenn wir die hier mittig mit reinsetzen, dementsprechend hier geht's nicht, wegen dem Weg, nur die Frage, brauchen wir den Weg dringend, dann könnte man sowas hier machen. Und wäre tendenziell auch, was Bier angeht, ganz nett versorgt, denke ich. Andere Frage, die ich mir stelle, reicht es dann wirklich von den Lagerhäusern hier? Das werden wir sehen müssen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Jetzt bauen wir es erstmal hier unten. Und bauen hier mal die ersten. Nämlich so. Unser eigenes Bier schon mal herstellen. Und ich glaube, wir können weiterhin gut was an Handwerkern ausbauen. Ja, die Schule reicht dann doch nicht bis ganz rüber. Ich glaube, sie meckern hier im hinteren Bereich. Doch, es geht. Hier, es geht. Wo sind die Pfeile zum Upgraden? Hier fehlt die Schule dann. Da fehlt sie dann doch. Ist die Frage, wo bauen wir das Ding hin, dass es dann irgendwie passt? Ja, genau. So die nächste Frage, ne? Es fehlt halt genau um 4% an der Schule und dann 10, naja, Fair Play. Ich verliere langsam meine Vorbehalte gegen die westliche Medizin. Kann man ja hier. Braucht ihr eigentlich überhaupt noch das ganze Zeug? Ja, braucht ihr noch? Nuklear. Dann bauen wir mal rudimentär eine hier unten hin.
Wir haben es ja. So, da fehlt noch ein Kollege. Und dann haben wir doch hier schon mal unser erstes Handwerkerviertel. Wenn die zwei Meister hier sich noch entscheiden oder entschließen, wir sind jetzt so gut Truppe, dass wir uns entschließen aufzusteigen. Jawohl, da ist es. Unsere erste reine Handwerkersiedlung. Sehr, sehr schön. Ansonsten schaut es auch gar nicht schlecht aus. Wir können uns dann mal hier überlegen, den nächsten auszubauen, hier oben. Soll ja stetig vorwärts gehen. Unsere Stadt soll schöner werden. Und ich befürchte und bin mir sicher, dass es hier oben wieder einen Bedarf an diesen Sachen hier gibt. Weil das aber gar nichts kostet, nehmen wir es natürlich gerne mit rein. Und wir sind jetzt mittlerweile auch an dem Punkt finanziell angekommen, wo wir uns nicht mehr über jeden Schritt unbedingt den Kopf zermartern müssen. Außer wir haben kein Getreide mehr. Und das ist so. Wir brauchen noch mehr Getreide. Mehr Getreide. Damit war zu rechnen. Ihr erinnert euch vielleicht, als ich gesagt habe, in diesem Spiel braucht man unfassbar viel Getreide. Hier seht ihr es. An einem lebenden Beispiel. Zumindest bis die Traktorhöfe reinkicken. Dann werden wir das Ganze hier noch ein bisschen ummodeln. So. So. Ja. Ah, man braucht schon ein bisschen was. Wie schaut es denn jetzt aus? Was macht das Getreide? Wow, schaut mal hier, wir brauchen 23 Tonnen Getreide. Die Minute, glaube ich. Machen nur 14. Andere Frage, vielleicht übertreiben wir es auch mit dem Malz ein bisschen. Könnte ja auch sein. Dann nehmen wir doch mal nochmal ein Malz komplett raus. Nehmen wir ruhig mal zwei raus und schauen, wie es läuft. Dann können wir uns ja immer noch entscheiden, dass wir da was verändern. Ja, ansonsten, wow. Das sieht fast aus wie eine eigene Siedlung, nur in Industriegebäuden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wenn dann noch die richtigen Items hier reinkicken ins Gesicht der Leute... Dann geht die Luzi aber mal so richtig ab. Da freue ich mich schon persönlich drauf. Ansonsten, wie schaut es mit unseren anderen Schiffchen aus? Kommt mal wieder jemand? Nee. Irgendwas anderes im Argen? Hier zum Beispiel ein Mismatch. Nichts Wichtiges. Bier wird gerade so produziert, was auch erstmal nicht verkehrt ist. Das passt alles gerade so an der Grenze, wie es noch passt, bis auf das Getreide natürlich. Getreide ist aber auch ein bisschen brutal. Dann würde ich sagen, das ist ja auch jetzt keine geringe Menge an Handwerkern, die wir hier an den Mann gebracht haben. Es ging jetzt erstmal in erster Linie darum, die Bilanz wieder in die richtige Richtung zu bringen. Und wir können mal schauen, was die Kollegen hier brauchen. Hauptsächlich die Pelzmäntel, Nähmaschinen, Fleischkonserven und eine Universität. Und was auch wichtig wird langsam, ist der Rum. Varieté haben wir eigentlich schon am Start. Das kann ich euch schon ausbauen. Da bin ich ja nicht so. Steigt auch wieder unsere Bilanz nämlich. Bei der Menge an Handwerkern, die wir haben. Aber du kriegst es nicht für 100% da unten, ne? Du kriegst es nicht. Na gut, ist ein bisschen Fail von dem Layout dann, würde ich sagen. Ich dachte, das wäre dann eigentlich schon darauf ausgerichtet, dass die wirklich 100% überall erreichen. Aber halt stopp. Könnte sein, es gibt dann noch den Palast, wo man dann diverse Boni einstellen kann, das auch die Reichweite der Servicegebäude betrifft. An und für sich ist das dann schon in Ordnung. Unsere Schiffe sollten langsam mal kommen. Das wäre allerdings so eine Sache, die wäre ganz nett.
Und dann wäre ich tatsächlich schon so ein bisschen gewillt, mich an den Rum zu machen. Dafür müssen wir mal in die, nein, genau nicht in die alte, sondern in die neue Welt schauen. Bereit für den Einsatz. Wo wir denn da unseren Rum schon mal an den Start bringen, scheint diese Insel hier zu sein. Hat zumindest die Zuckerrohr-Fruchtbarkeit als einzige Insel. Winkel natürlich, nicht zu klein, aber in der neuen Welt ist schon eher das Problem, dass man wirklich genügend Platz hat. Schauen wir mal, wir haben hier auch noch Rohstoffe. Vielleicht finden wir doch nochmal eine Insel, die es sich lohnt, für etwaige Schnapsitäten mit reinzunehmen. Da will ich ehrlich sein. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, Schnaps. Das ist ein bisschen eng hier alles. Holy moly. Schnaps gibt's hier gar nicht mal so oft. Hier die kleine, aber da seht ihr schon, da geht ja gar nichts. Haben wir genau sage und schreibe eine Schnapsinsel. Wow. Wow. Crazy. Das macht's ein bisschen schwieriger. Hm. Ja, hilft ja alles nichts. Dann können wir wenigstens die Rohstoffe, die wir eingesammelt haben, nach Rumerien. Das macht es ein bisschen einfacher. Was heißt hier rum? Ja doch, rum. Natürlich rum. Wird spät langsam. Rumerien, dann werden wir hier unsere Rumproduktion an den Start bringen, definitiv. Und das, würde ich sagen, fangen wir dann in der nächsten Folge an. Da werden wir uns dann hier wirklich überlegen, wie wir das am besten gestalten, dass wir unsere schöne erste Rumproduktion an den Start bringen, um sie dann nach Cape Trelawney zu schippern. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.